Herzlich willkommen zu einem Video, wo ich wieder eine Zuschauerfrage beantworten möchte. Es geht um eine wirklich interessante Sache, die ich gerne ein bisschen ausführlicher beantworten möchte diesmal. Guten Abend, Herr Professor Müller. Wir wissen, wie ein Öl-Wasser-Gemisch 50:50 sich auf der Erde verhält. Die Frage ist nun, wie verhält sich dasselbe Gewisch im schwerelosen Raum unter dem Druck von einer Atmosphäre, zum Beispiel auf der ISS? Bildet es zwei separate Sphären, da es sich nicht mitschen lässt, oder eine Sphäre mit Tröpfchen, der einen Flüssigkeit enthaltend? Freundliche Grüße, Kilian Letz. Ich habe mir diese Frage auch mal kurz überlegt beim Hierherfahren hier ins Büro heute Morgen. Sie ist, wenn man mal einfach schaut, was Ölwasser auf der Erde macht, dann ist es ja so, wenn Sie ein Gefäß nehmen und da Wasser und Öl reinschütten, dann sind ja Wasser und Öl nicht mischbar. Das hat mit der Polarität der Moleküle zu tun. Wasser ist sehr polar, Öl ist apolar. Das heißt, diese zwei Substanzen sind nachher getrennt. Und was sich dann einstellt, ist eigentlich eine Situation aufgrund ihrer Dichte. Im Schwerefeld der Erde ist es ja so, dass das Wasser ein größeres Gewicht dann hat, auch wenn es das gleiche Volumen hat, sodass wir nachher die Situation haben, dass das Wasser unten ist und das Öl oben aufschwimmt. Diese Hauptkraft, die man hier berücksichtigt, nämlich die Schwerkraft, die sorgt mal zunächst dafür, dass Wasser und Öl sich auf diese Art hier im Schwerefeld der Erde dann arrangieren. Eine Art Sedimentation oder eben eine Auftrennung aufgrund der unterschiedlichen Dichten. Wenn man jetzt weniger Öl nimmt als Wasser, dann kommt ein Effekt hinzu, den ich auch in einem separaten Video schon besprochen habe. Ich habe es auch in meinem Skript beschrieben. Wenn Sie zum Beispiel nur Wasser nehmen, zum Beispiel von einem See, und da ein klein wenig Öl drauf bringen, dann ist es ja zunächst mal auch so, dass das Öl an sich am liebsten hier aufgrund der Dichte einfach eine Schicht oben dran bilden würde. Wir kommen aber jetzt in die Situation, dass auch die Molekularkräfte innerhalb der Flüssigkeit eine Rolle spielen. Und dann fragt es sich, ob euch das Öl lieber bei sich bleibt, wie zum Beispiel Quecksilber, und dann eine kleine Kugel bildet, oder eine flache Kugel vielleicht, oder ob das Öl lieber da die Wasseroberfläche benetzt und damit eben so eine ähnliche Situation ergibt, wie hier auf der linken Seite. Und dazu habe ich in meinem ausführlicheren Skript, das Sie auch kaufen können, wenn Sie wollen, ein ähnliches Beispiel mal wirklich durchgerechnet. So ein Öltropf auf Wasser, also das hier wäre das Öl. Da haben wir Wasser. Und da oben ist Luft. Und dabei muss man die sogenannten Oberflächenspannungen oder spezifischen Oberflächenenergien dieser drei Grenz- und Oberflächen mal vergleichen. Man findet dabei, dass die Oberflächenspannung von Wasser, das heißt die Energie, die da in der Wasseroberfläche drin steckt, als Zahl 72 Millijoule pro Quadratmeter bedeutet, also diese Pfeillänge quasi, die dann die Tendenz zeigt, wie gern sich die Wasseroberfläche verkleinern möchte, hat diese Größe, Einheiten wie gesagt Millijoule pro Quadratmeter oder Millinewton pro Meter. Die Oberfläche vom Öl hier hat auch eine solche Oberflächenenergie und die Zahl ist kleiner, nämlich 50 Millijoule pro Quadratmeter, 32, noch kleiner, und die Zahl da unten, die dann auch die Grenzfläche zwischen Öl und Wasser beschreibt, also wie stark ist da noch eine resultierende quasi Oberflächenspannung vorhanden, die ist 18 Millijoule pro Quadratmeter. Das heißt, wir haben hier 32 und 18, die sich aufgrund des Winkels hier noch letztendlich in eine kleinere Kraftkomponente in dieser Richtung hier umrechnen lässt, aber diese zwei Zahlen sind auf alle Fälle kleiner als die 72 Millijoule pro Quadratmeter, die nach links ziehen. Das heißt, der Öltropf wird sich ausbreiten aufgrund dieser starken Oberflächenenergie des Wassers, die sich versucht zu verkleinern.
Es ist so, wie wenn das Wasser versucht, das Öl über sich zu ziehen, wie wenn sie irgendwie kalt haben und eine Bettdecke über sich ziehen. Das macht das, Öl, das Wasser, es zieht den Öltropf über sich, sodass am Schluss eine solche Situation herauskommt wie hier. Der Öltropf wird so klein wie möglich. Und so klein wie möglich heißt im Grunde genommen so klein, bis wir am Schluss nur noch eine Molekülschicht quasi haben. Kleiner wird sie sicher nicht, weil wenn der Molekülteppich quasi getrennt wird, dann kommt ja wieder die Wasseroberfläche nach oben und dann bringt es nichts mehr. Aber auf die Art hier kann man, wie gesagt, mit den Zahlen argumentieren, ist die gesamte Oberflächenenergie kleiner, als wenn Sie zum Beispiel einen kleinen Öltropf haben und dann eine große Wasseroberfläche noch frei da liegt. Jetzt ist das Ganze ja noch im Schwerefeld der Erde, das heißt, das Wasser ist unten, das Öl ist oben. Und eben diese Benetzung des Wassers ist also von der Energie her günstiger. Und jetzt fragen Sie sehr clever, eben, was passiert denn eigentlich, wenn da die Schwerkraft wegfällt? Bilden sich zwei separate Sphären oder wie sieht das aus? Nun, wenn wir jetzt ein kleiner Öltropf nehmen und ein großer Wassertropf, dann sieht es ja so aus. Auf der ISS haben wir jetzt Wasser. Und Wasser an sich alleine würde sich am liebsten zu einer Kugel formieren, wenn wir die Schwerkraft nicht haben. Diese Kugel hat die kleinste Oberfläche bei gegebenem Volumen. Wenn Sie da jetzt einen kleinen Öltropf drauf geben, dann wird der Öltropf hier zunächst mal an dieser Kugeloberfläche anhaften, aufgrund der kleinen Adhäsion, die noch da ist. Aber wir haben gesehen, das Wasser versucht, diesen Öltropf über sich hinüberzuziehen und dann insgesamt diese Kugeloberfläche zu die freie Wasserluftoberfläche zu verkleinern, sodass der Öltropf sich nachher um diese Wasserkugel herum wie eine Haut bilden würde, so lange wie es eben bis dann die Oberfläche komplett benetzt ist. Wenn man die beiden Zahlen jetzt vergleicht, wir hatten vorher, also beim reinen Wasser hatten wir gesehen, dass die Oberflächenenergie 72 Millijoule pro Quadratmeter, die spezifische Oberflächenenergie. Und jetzt haben wir mit dieser Ölschicht obendrauf, was haben wir gesagt, 32, ist ja praktisch die gleiche Oberfläche, wenn der Tropfen klein ist. 32 vom Öl und dann haben wir noch die Wassergrenzlinie, die 18 als Zahl hat. Das heißt, dann haben wir insgesamt 50 Millijoule pro Quadratmeter, noch multipliziert mit der Oberfläche selbst. Das gibt also 50 mal die Oberfläche und hier haben wir 72 mal die Oberfläche. Das heißt, wir haben garantiert in diesem Fall hier eine kleinere Energie und das will ja die Natur immer, die Energie, die potenzielle Energie zu verkleinern. Jetzt fragen Sie aber zu Recht, was passiert, wenn ich jetzt 50 zu 50 habe? Oder wenn jetzt die Ölschicht größer wird, dann kann man ja sich mal irgendwann mal überlegen, wenn der Wassertropf dann klein wird, verglichen mit dem Öl. Ist es dann immer noch so, weil dann die Öloberfläche wird dann immer größer. Die 32 muss man dann multiplizieren mit der Oberfläche, um dann die Energie selbst zu erhalten. Ist es dann irgendwann mal nicht günstiger, wenn die Wasseroberfläche hier vielleicht oder die Wasserkugel hier an den Rand geht? Und ich will vielleicht mal einfach die Situation ausrechnen, die Sie vorschlagen, nämlich 50 zu 50. Also 50 zu 50 vom Volumen her. Was passiert dann? Wir haben also eine Wasserkugel im Innern und eine Ölkugel, die dann vom Volumen her das gleiche Volumen sein soll wie das Wasser. Ist jetzt diese Konstellation immer noch besser oder würde sich die beiden Tropfen vielleicht auch trennen und zwei Luftoberflächen bilden? Jetzt um das zu diskutieren, müssen wir mal für die Situation ausrechnen, wie denn genau die Oberflächen sich verhalten, wenn die Volumen gleich sind. Wir haben jetzt hier ein Radius R2 und hier ein Radius R1 und das Volumen soll gleich sein. Das ist eine kleine Geometrieaufgabe. Wie sind dann die Verhältnisse der Oberflächen? Wir nehmen mal das Volumen zu R1. V1 ist ja dann 4π, das Kugel, oder? 4π Drittel mal R1 hoch 3. Und V2 ist 4π Drittel mal R2 hoch 3. Und das V2 soll ja jetzt gerade doppelt so groß sein wie das V1. Dann habe ich hier außen wiederum das gleiche Volumen wie innen. Das heißt, es soll gleich sein
2 mal V1 oder 2 mal das hier. 4 Pi Drittel mal R1 hoch 3. Jetzt sehen wir hier eine Beziehung, V2, und diese Beziehung zeigt eigentlich, da habe ich einen Fehler gemacht. So. Diese Beziehung zeigt, wie R2 und R1 zusammenhängen. Wenn ich mal die Gleichung alleine aufschreibe, dann steht hier 4 Pi Drittel mal R2 hoch 3 ist gleich 2 mal 4 Pi Drittel R1 hoch 3. Mann, ich vergesse immer dieses 2. So. Dann kann ich das 4 Pi Drittel da wegkürzen. Und ich finde, R2 hoch 3 ist gleich 2 mal R1 hoch 3. Oder R2 ist gleich die dritte Wurzel aus 2 mal das R1. Dritte Wurzel aus 2. Hoch 0,3, das ist ungefähr 1,26. Also dieser Radius R2 ist etwa 1,26 mal größer als R1. Jetzt wollen wir aber für die Energien ja die Oberflächen haben und die vergleichen. Also wir wollen das O1 und das O2 vergleichen. Dazu müssen wir wiederum die Formel für die Oberfläche uns anschauen. O allgemein ist 4 Pi R Quadrat. Das heißt, das O1 ist gleich 4 Pi mal R1 im Quadrat und das O2 ist gleich 4 Pi mal R2 im Quadrat. Jetzt haben wir vorgesehen, dass R2 ist dritte Wurzel aus 2 mal das R1, damit die Volumen gleich sind. Somit kann ich jetzt hier das einsetzen, das gibt 4 Pi mal, statt R2 schreibe ich jetzt eben dritte Wurzel aus 2 mal R1. Im Quadrat. Wenn ich jetzt das vergleiche, O2, das so groß ist, und ich vergleiche das jetzt mit dem, was beim O1 steht, dann habe ich hier 4 Pi mal dritte Wurzel aus 2 hoch 2 mal R1 im Quadrat. Ich kann das schreiben als 2 Drittel mal 4 Pi mal R1 im Quadrat. Das war gerade das O1. Das heißt, ich habe 2 hoch 2 Drittel. O1. Das heißt, die Oberfläche O2, damit die Volumina gleich sind, ist so mit der Oberfläche O1 verknüpft. Wir können schauen, was 2 hoch 2 Drittel ist. 2 hoch 2 Drittel ist 0,6666. Das gibt 1,59 ungefähr. Jetzt haben wir so O2, die Oberfläche O2, damit die Volumina gleich sind, ist 1,59 mal die Oberfläche O1. Und jetzt können wir Zahlen einsetzen. Wir haben ja vorher gelernt, wie diese Oberflächen- und Grenzflächenspannungen aussehen, wie die Energien mit der Oberfläche verknüpft sind. Dieser Faktor hier sagt, ja, wenn ich diese Zahl dann multipliziere mit der Oberfläche, dann erhalte ich die entsprechende Oberflächenenergie. Jetzt machen wir das mal. O2, das ist ja die Oberfläche Öl-Luft. Diese Oberfläche Öl-Luft hat also als Oberflächenenergie, als spezifische Oberflächenenergie 32 als Zahl gehabt. Das heißt, ich kann jetzt sagen, dass die Summe der Energien, die dann hier herauskommt, die Oberflächenenergien, ist einmal die Öloberfläche mit diesem Wert hier, also Öl, Luft,
Das gibt 32 mal 1,59 mal O1. Dazu kommt die Öl-Wasser, also Wasser-Öl-Oberfläche, die haben wir grün gezeichnet vorher. Das war 18 und da haben wir also 18 mal O1. Das gibt zusammen, wenn man das nach O1, nach, mit O1 auflöst, erhalten wir da zusammen O1 mal 32 mal 1,59 plus 18, das gibt O1 mal 32 mal 1,59 plus 18, 68, etwa 69. Das ist in Zahlen ausgedrückt. 69 ist also diese zusammen kombinierte Oberflächenenergie, die dann drinsteckt in diesen beiden Oberflächen hier. Also in der Wasser-Öl-Oberfläche plus der Öl-Luft-Oberfläche. Ihre Vermutung war ja, dass wir das jetzt vergleichen können mit einem reinen Öltropf und einem reinen Wassertropf, die sich also gar nicht mischen, die dann getrennt laufen. Und es ist natürlich ein Klacks, für diese zwei Situationen ebenfalls die Oberflächenenergie auszurechnen. Das ist ja das O1 und hier haben wir auch das O1 und die beiden Zahlen sind ja, Öl-Luft ist 32 und hier haben wir Wasserluft, das waren 72. Das heißt, in dieser Situation haben wir O1 mal 32 plus 72, das gibt Also ganz egal, wie groß die Tropfen sind, wenn sie ein Verhältnis, ein Volumenverhältnis haben von 50 zu 50, wie sie vorschlagen, dann gibt das eine gesamte Oberflächenenergie von O1, diese Oberfläche mal 104. Wenn Sie aber einen Tropf bilden, wo innen Wasser ist, ups, blau habe ich was gemacht, und außen eine Öl Schicht, also eine dicke Ölschicht, da gibt es insgesamt eine Oberflächenenergie von O1, der gleiche Wert hier, mal 69. Das heißt, es ist eindeutig so, dass die Situation besser ist. Wir können also erwarten, dass so ein Experiment in der ISS einen kleinen Wassertropf und eine drumherum liegende Wasserkugelschicht oder Ölkugelschicht liefert und das dann energetisch günstiger ist als irgendwie sowas. Sie können jetzt mal überlegen, ob das irgendwann mal aufhört. Das überlasse ich jetzt Ihnen. Wenn das Wasser-Öl-Verhältnis viel, viel extremer wird, sowas, ob dann nicht vielleicht der Wassertropf irgendwann mal hier an die Oberfläche möchte und danach die Sache insgesamt besser wird, ich vermute es nicht, aber man weiß nicht, ob da vielleicht nicht sowas auch noch denkbar ist. Diesen Vergleich können Sie auch auf ähnliche Art machen, wie ich das hier vorgerechnet habe. Wie gesagt, auf der Erde ist halt die Schwerkraft noch da und die bringt dann auch die Sache, diese Überlegungen hier nur in kleinen Randeffekten zum Blühen, während die Hauptursache für die Form dieser Tropfen auf der Erde, das Hineinpressen in ein Gefäß aufgrund der Schwerkraft ist. So, Sie sehen, Sie haben mich da ziemlich gefordert. Und ich freue mich, dass Sie da eine so kluge Frage gefunden haben. Bis zum nächsten Mal.